Alrighty, dann damit herzlich willkommen zu einem kurzen Shakes and Fidget Video von mir, beziehungsweise groben Fahrplan für mich, weil ich nicht weiß, was ich wann zeigen kann, da wir heute unterwegs sind auf jeden Fall und ich tendenziell vielleicht sogar auch streamen möchte noch. Wir sind auf W46, aktuell Stufe 153. Wir haben im Zuge des Events, sind wir einmal in den Wald gegangen, haben Pilze gesammelt und wenn jemand noch welche übrig hat für mich, weil er auch sammeln war, kann er sie mir gerne zukommen lassen. Haben jetzt die Schwarzschädelfestung gemacht, ne? Ihr habt im letzten Video diesen Start gesehen über den Wirbelwindsturm, wo ich auch einen Ticken weiter bin. Und ja, da habe ich schon vor, wenn es geht, eigentlich Zirkus des Grauens und die Hölle noch zu schaffen. Ob das mit den Pilzen geht, weiß ich nicht. Und plus, welches Level ich dann habe. Also Level 200 kann ich auch nicht sagen. Glaube ich nicht, dass ich das schaffe mit den Pilzen. Aber ja, das wird man gegebenenfalls sehen. Es kann sein, dass ihr das gar nicht seht. Es kann sein, dass ich das aufnehme und ihr das im Zeitraffer seht. Ich habe noch keinen Plan, weil ich ja auch die Dungeons ja schon aufgenommen habe, die ich euch auch noch zeigen muss. Also vor der Modmaschine quasi. Ich muss mal schauen, wie es ist. Plus, nächste Woche kommen ja neue Events. Wenn da was ist, muss ich natürlich auch erstmal ein Video machen dazu. Und das hat dann auch Priorität, definitiv. Ja. Ansonsten, auf dem Server läuft es echt gut. Die Gilde läuft auch gut. Das ist top. Also, bin gespannt. Das Ziel ist jetzt auch mittlerweile Top 10. Dadurch, dass einige Spieler gut losgelegt haben, ist es tendenziell auf jeden Fall machbar. Und ja, ich sag mal, die Raids laufen jetzt noch. Ich denke mal, in 3-4 Wochen kann man mal einen groben Einblick darüber kriegen, ob diese Top-10-Platzierung wirklich realistisch ist. Ja, also das wird man dann sehen. Und was auch wichtig ist für mich, was habe ich denn hier für Server? W40? Okay, ne, W40 kann ich eigentlich rausnehmen. Der ist ja auf minus 90.000 Pilze. W34 spiele ich so halbwegs in meiner eigenen Gilde. Dort aber mit dem Hinblick auch, relativ entspannt, wenn ihr einen Char habt, den ihr mal testen wollt oder irgendwas, also eine neue Klasse testen wollt, Free-to-Play, gerne kommt rein. Wir sind auf jeden Fall, wir haben Platz, ja, wir haben ungefähr 30 spielende Mitglieder, der Rest ist halt leider nicht aktiv. So, das zum Thema. Dann, weil ich gefragt wurde, S23, kommt nicht viel, wird auch nicht viel gemacht, den spiele ich einfach nur weiter, das ist nämlich ein Kundschafter und weil ich ja den Assassinen auch habe als Main-Char, der Kundschafter hier spielt weitestgehend Free-to-Play jetzt, die Pilze sind schon relativ alt, die ich hier habe und hier gucke ich nur, dass ich aktiv bleiben kann und ein paar Tränke kriege, damit ich halt bei Wildhaut bleiben kann, was ja die Rang 1-Gilde nach wie vor ist, das ist halt schon ziemlich nice und meine, der Char levelt halt so ein Passiv ein bisschen mit. Der Assassine wird ihn irgendwann überholen. Und vielleicht können wir dann was draus machen, wenn ich mit dem Assassinen dann wirklich mal ein sehr hohes Level erreicht habe, dass man da kaum noch Pilze ausgeben muss. Dann kann man sich auch nochmal mit dem Kundschafter beschäftigen. Aber ich finde halt, Assassine, Kundschafter ist halt das gleiche Main-Attribut. Und da lege ich den Fokus im Moment mehr auf den Assassinen. Auch der levelt passiv aktuell. Der hat jetzt aber ein paar Pilzchen auch bekommen, weil ich habe 2 Körbe gesammelt. Und hier möchte ich mal gucken, jetzt noch im Event, wenn es geht, ob ich zumindest, also Epic-Waffe kriege und so. Ich habe mir jetzt nochmal Runen geholt, beziehungsweise Qualität von Gegenständen erhöhen, Runen. Und da gucke ich mal irgendwie rein, ob man was finden können. Ja, also Waffen können, ich glaube, also 910 bis 920 Durchschnittsschaden ist drin. Und deshalb andere Epics austauschen, vielleicht den Torso. Vielleicht den Ring. Aber das wird jetzt auch nicht so viel passieren. Also, dass ich da jetzt krass austausche. Weil man muss ja auch sehen, was in den nächsten Events kommt. Aber Waffe ist auf jeden Fall wichtig. Und vielleicht auch wichtig, weil wir ja hier auch weiterkommen wollen. Ja? Und tatsächlich kann man hin und wieder hier auch mal einen Gegner schlagen. Zack. Ja, also, ne, vielleicht gucke ich auch, ob ich vorher noch ein paar Wirbelsturmetagen mache, bevor ich blätter. Ne? Je höher das Level, desto besser. Ihr wisst es ja. Da geht definitiv was und auch das kann ich euch aber nicht versprechen, ob ich das irgendwie aufnehme, ob ich das in einem Video mache. Ich habe noch keinen Plan, wie das läuft. Also kann auch sein, dass ich hier gar nichts aufnehme von dem Char, sondern einfach dann nur ein Fazit bringe. Achso, und genau, Sanduhren wollte ich blättern. Habe ich jetzt auch schon wieder in den letzten Tagen 100 verbraucht und weil hier eine da ist, nehme ich sie natürlich gleich mal. Yippie-yay. Ja, und gleich nochmal eine. Perfekt.
Läuft, super. Geil. Also, ich wünsche euch auf jeden Fall einen schönen Sonntag. Viel Spaß und Erfolg noch im Event, wenn ihr noch spielen wollt. Ja, und würde mich auch freuen, falls ich streame, wenn ihr da mal reinguckt. Wird zwar nicht Shakespeare Fidget sein, aber ja, das weiß man ja auch, dass ich andere Games streame. Ich wünsche euch was. Haut rein. Macht euch tschüss und servus. Euer Basti.